Hier ist unser Experte Dr. Hirschhausen. Hier ist die Hirschhausen Akademie. Die Hirschhausen Akademie. Denn neue Ärzte braucht das Land. Dankeschön. Willkommen zur Hirschhausen Akademie. Unser Thema heute: Parapsychologie, Übersinnliches. Es gibt viele Phänomene, die kann sich der menschliche Geist nicht erklären. Neulich hat sich in Amerika ein Mann gewaschen und sein Zwillingsbruder in Australien wurde plötzlich sauber. Da schweigt die Wissenschaft. Ein weiteres Beispiel. Ganz typisch, keine Reaktion, vor 2000 Jahren noch echten Brüller. Die Beherrschung des Feuers, damit hat das alles mal angefangen. Vor 500 Jahren wäre ich dafür noch verbrannt worden. Im 21. Jahrhundert dachte man, man ist ein Stück weiter, aber nein, dank Uri Gellers Show sind Leute, schräge Vögel mit einem Raben auf dem Kopf und mit einer Standleitung ins Jenseits wieder zur besten Sendezeit sendefähig. Wobei, was er hier letzte Woche gezeigt hat, das war schon sensationell bei Uri Geller. Also dieses Hör auf zu rauchen. Ich muss sagen, ich hätte es nicht geglaubt. Ich habe tatsächlich die ganze letzte Woche nicht geraucht. Ich habe die Woche davor auch nicht geraucht. Habe eigentlich noch nie geraucht, aber ich wusste bis letzte Woche nicht, dass ich das alles nur Uri Geller verdanke. Shalom! Warum glaubt der Mensch so gerne totalen Unsinn? Sobald zwei Dinge gleichzeitig passieren, sehen wir in unserem Verstand einen Zusammenhang. Das Telefon klingelt, du gehst hin und in dem Moment ruft jemand an. Das haben ganz viele schon erlebt. Oder noch besser, du gehst in die Badewanne, denkst kurz an jemanden, dann ruft genau dieser Mensch an. Zufall? Ich wollte es genau wissen. Ich bin für Sie, liebe Zuschauer, in die Badewanne gegangen. Ich habe an Jennifer Lopez gedacht. Sie hat nicht angerufen. 3 Tage nicht. Ich war komplett verschrumpelt, aber ich tat's für die Wissenschaft. Ich kann es mir bis heute nicht erklären. Denn es gibt nicht nur A und B. Die Welt ist viel komplizierter. Es gibt auch immer ein X, was mit A irgendwie zusammenhängt, ein Y, was mit B zusammenhängt. Und weil die Welt so kompliziert ist und unser Verstand so klein, glauben wir gerne an Übersinnliches. War das klar? Kurze Frage, wie viele Schnüre, glauben Sie, laufen durch dieses Rohr? Aus dem Bauch heraus würden Sie sagen? 2, 4, 8, ja. Oder anders gefragt, wer hat Abitur? Harald, ich weiß. Na, das Schöne ist, das habe ich als Zauberkünstler wirklich gelernt, schlaue Menschen sind viel leichter zu täuschen. Und dafür lasse ich Sie auch gerne in die Röhre schauen. Denn die wichtigste Verbindung, die ist nicht zwischen meinen Händen, die ist in Ihren Ohren. Zwischen Ihren Ohren, in Ihrer Fantasie. Da sehen wir plötzlich Magie, wo es wirklich nichts Übersinnliches hat. Täuschungskunst, das ist es. Herzlichen Glückwunsch an die Kollegen. Aber mit übersinnlich hat das alles nichts zu tun. Das heißt ja nicht, dass es diese Kräfte nicht geben kann. Eine kleine Umfrage hier im Studio. Alle Menschen, die glauben, dass man durch geistige Kraft Gegenstände bewegen kann, heben jetzt bitte kurz meinen rechten Arm. Mich überzeugt das nicht. Da! Magic. Ich weiß, was Sie denken. Kann der das auch mit einer 1,5-Liter-Flasche? Und liebe Gebührenzahler, ist natürlich keine Coca-Cola. Das ist River Coke. Normalerweise müsste man sich jeden Becher einzeln eingießen. Aber als Zauberkünstler habe ich natürlich andere Möglichkeiten. Einfach die ganze Flasche. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, ich war so verblüfft, ich konnte nicht klatschen. Aber ganz unter uns, das Schwierigste an dem Trick ist gar nicht, die Flasche reinzubekommen. Die muss ja auch wieder raus. Ist ja schließlich Pfand drauf. Herzlichen Dank. Ja. Finde ich faszinierend. Dankeschön. Ja. Oliver. Marvin. Richard. Ähm,
Das sind ja wirklich Phänomene, wo man sagt, das ist wirklich kein Zaubertrick. Ja. Bei mir liegt das in der Familie. Meine Mutter ist Medium, mein Vater extra large. Aber ich glaube ja wirklich, das ist der größte Bullshit an dieser Sendung von Uri Geller, dass er immer behauptet wird, jeder hätte diese Fähigkeit. Ja. Ich meine, letzte Woche hattet ihr ja hier diesen Mortadella zu Gast. Ja. Olli, hast du es auch gesehen? Ja, da war ich kurz, ja. Ja, den habe ich gesehen, sensationeller Typ. Aber hallo. Ich meine, Uri Geller hat Gabeln verbogen. Gabelstapler hätte mich mehr überzeugt. Ja. Oder Münzen, ja. Zum Beispiel Kreditkarte. Glaubst du, dass du die durch Geisteskraft verbiegen kannst? Ich könnte es versuchen. Ja? Konzentrier dich. Ich spüre, es kommt schon was an, Oliver. Du bist so begabt. Okay. Hör jetzt nicht auf. Es ist die Kreditkarte von Franjo. Unglaublich! Oliver, hör auf! Probieren Sie es nicht zu Hause. Auf gar keinen Fall. Harald, du bist doch ein bekennender Freund von deutschem Wasser. Unter anderem, ja. Das war die Vorbereitung. Diese Flasche steht eigentlich bei dir. Ja. Harald sagt, oh, ja, zum deutschen Wasser. Und viele wissen wirklich nicht mehr die Grundzüge der Physik, denn wenn Wasser sozusagen verschwindet, ist das oft nicht Zauberei, sondern einfach Verdunstung. Ah. Aber gieß mir doch einfach mal ein bisschen was ein. Wenn man wirklich zaubern könnte... Ja, na, mach schon. Ja? Ja? Sonst glaubt uns kein Mensch hier. Sonst sieht man's. Wenn man zaubern könnte. Und jetzt ex. Ich kann so nicht arbeiten! Könnte man das Wasser tatsächlich in Eis verwandeln, meine Damen und Herren? Unglaublich! Das gibt's schon. Aber. Das ist ja unglaublich. Da platzt mir ja die Birne, wenn ich so getrickt sehe. Ja, was kommt denn jetzt? Hier. Ach. Metall verbiegen, das ist natürlich nicht möglich, wenn das Metall sich in einem Vakuum befindet, wie bei dieser Glühbirne. Okay. Aber ich nehme die Herausforderung an. Ja. Bei vielen fragt man sich immer, wie hat er das gemacht? Bei mir fragt man sich manchmal auch, warum? Ach. Ich stelle es vor, damit Ihnen nichts passiert, machen wir extra eine Kuppel drüber und konzentrieren sich auf den Metallfaden in dieser Glühbirne. Versuchen meine Kräfte zu bündeln. Ach. Danke. Sie waren ja wirklich mal deutscher Meister im Zaubern. Das sind ja viele gar nicht. Ja, ich habe tatsächlich meine erste Karriere als Zauberkünstler begonnen. Und deswegen wundert mich das auch, dass immer dieser Hype um dieses Übersinnliche. Das sind tolle Zauberkünstler, aber man sollte, es gibt schon genug Verwirrte in diesem Land. Man muss ja nicht noch sagen, dass alles übersinnlich ist. Ich habe eine medizinische Frage. Ja. Was? Was ist das denn, eine Bohrmaschine? Ich mach den Trick nicht, das ist zu gefährlich. Nee. Wie geht da denn der Trick? Kann ich jetzt nicht vormachen. Ach, mach doch mal. Das war's schon. Das war der Trick? Ich kann, also wenn du es wirklich willst, durchbohre ich mir jetzt die Hand damit. Warte mal. Mich interessiert dieser Atlas, den ich entdeckt habe. Welcher? Und zwar der Infarkt- und Schlaganfall-Atlas. Der ist jetzt neu rausgekommen für viele, die den Urlaub planen wollen. Genau. Man sieht also Frankreich, Portugal, Spanien komplett grün, so gut wie keine Herzinfarkte und Schlaganfälle. Im Osten dagegen Rums. Kann man das irgendwie erklären oder kann man das sozusagen seinen Urlaub ein bisschen danach richten? Ja, aber das Risiko reißt mit sozusagen, mit den eigenen Koronarien auch auf den Kanaren. Hat man den Herzinfarkt dann trotzdem. Aber was daran wirklich interessant ist, ist die Frage nämlich, woran liegt das? Es sind nicht nur medizinische Faktoren, sondern hat auch mit der Lebensart zu tun. Arbeitslosigkeit, Stress, Depressionen haben wir mehr. Und Hartz IV und Herzinfarkt hängen auch tatsächlich statistisch zusammen. Ich glaube aber auch, der Tod hat in den mediterranen Ländern einfach irgendwie eine andere Mentalität. Da heißt es jetzt, ist ein Stündlein gekommen, da sagt der Tod, ach komm, manana, morgen ist auch noch ein Tag. Die sind einfach besser drauf. Und ich glaube, das können wir wirklich von dem Mittelmeer lernen. Also das nennen die Mediziner the French Paradox, dass sie gar nicht so gesund leben und trotzdem keinen Herzinfarkt kriegen. Das französische Paradoxon, das heißt auch, dass die Franzosen Englisch reden und
klingt trotzdem wie Französisch. Das ist phänomenal. Das heißt, auch die zweite Schlagzeile muss eigentlich weiter verunsichern, dass Dicke jetzt doch mehr für das Gemeinwesen tun, als man gedacht hat. Ja, Rauch und Übergewichtige entlasten das Gesundheitssystem. Ja, das ist ein bisschen zynisch, aber wenn man das wirklich mal durchrechnet, ein Raucher zahlt ja lange in die Kasse ein, in die Versorgungssysteme und stirbt dann relativ schnell und kostengünstig. Das heißt, diese ganzen teuren Jahre zwischen 75 und 95, die ruft er nicht ab, die schenkt er praktisch der Gemeinschaft. Und ja, es ist leider so. Und die Gesundheitspolitik hat auch schon reagiert mit Lucky Stroke, der Zigarette für den glücklichen Schlaganfall. Hier steht, die Rente ist sicher, wenn Sie weiter rauchen. Oder noch deutlicher, nicht rauchen gefährdet das Gesundheitssystem. Dr. Hirschhausen, vielen Dank. Bis nächste Woche. Alles Gute. Danke. Dr. Hirschhausen von der Hirschhausen Akademie.